Ich habe verdammt kalte Füße. Das ist übrigens Haferdrink, keine Kuhmilch. Zum Wohl. Ja, doch. Auf jeden Fall besser als der lösliche Kaffee. Wie ihr seht, hatte ich als Windschutz hier von diesen, die liegen hier überall verstreut rum, habe ich mir eingesammelt, habe die da schön drum verteilt, um ein bisschen Windschutz zu haben. Das muss nicht kochen, es muss einfach nur warm sein, weil ich was Warmes essen möchte. Zugeschraubt. Das ist Frühstücksbrei. Wenn ich noch gar nicht alles essen möchte. Ungefähr die Hälfte. Er löst sich aber gar nicht gut auf. Meine Beeren hatte ich hier in meinen Beutel vom Poncho getan und die kommen da jetzt einfach. Die Hälfte von rein. Dann hole ich den jetzt auch vom Feuer und setze direkt die frisch geladene Kanne wieder drauf. Da hatte ich jetzt aber weniger Kaffee reingetan, weil der mir gerade etwas zu stark war. Also Kaffeepulver. So, und dieser Frühstücksbrei, der muss jetzt ein bisschen quellen. Und in der Zeit kann dann halt der Kaffee neu kochen. Und der Ersatzspiritus habe ich zur Not auch noch dabei. Ist das schön, bei dem Sauwetter was Warmes zu essen. Die Heidelbeeren, die explodieren so richtig schön im Mund. Toll. Das war lecker.
dem ganzen Stress und der Hektik der letzten Tage ist das echt so viel wert. Oh, fast keine Spuren hinterlassen, nur da war mir der Hobo umgekippt, mitsamt Inhalt. Das lasse ich jetzt für die kleinen Tierchen zum Essen da, für die Vögelchen. Ja, wird denn sicher schmecken. Und jetzt mache ich mich auf den Rückweg, weil ich habe verdammt kalte Füße. Ich habe tatsächlich schon wieder einen Bunker gefunden, aber in den kommt man wohl nicht rein. Solange ich noch genügend Licht habe, verabschiede ich mich schon mal. Es hat mir einen riesen Spaß gemacht und die Ruhe war einfach unglaublich. Das war so herrlich. Ich hoffe, ihr hattet beim Zusehen mindestens halb so viel Spaß wie ich hier draußen beim selber erleben. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein.
Ich habe jetzt noch ein bisschen Weg bis nach Hause. Vielleicht auch ein bisschen mehr, ich weiß es noch nicht. Ich hoffe, ich finde unterwegs noch einen Mülleimer, denn ich bin ganz schön vollgeladen. Dann gehabt euch wohl. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.